Ja, heute, hallo liebe Aufrufer, zu einer besonderen Lichtgeschwindigkeit, nämlich Soziologie der Heuchelei Teil 2 von 2. Ich verweise auf den ersten Teil, den ich gestern hochgeladen habe, die Lichtgeschwindigkeit Nummer 1880. Dies ist jetzt also 1881. Am Mittwoch, den 18. April 2012, hier aus der Neuen Sinnlichkeit, die Zeitschrift, die ich inzwischen seit 1979 herausgebe, und der Text mit dem Titel "An eine Soziologie der Heuchelei" von Dietmar Möw, mache ich jetzt den zweiten Teil hier hinein, und zwar dann wird es auch plausibel, inwiefern die Einleitung von dem ersten Teil etwas mit dem angeblichen deutschen Erfinder der Glühlampe zu tun hat. Es gibt mahnende Verlautbarungen und Gerüchte in der deutschen Kleinstadt Springe. Heute Heucheleien um den angeblichen Erfinder des elektrischen Lichts, Heinrich Goebel, und den Umgang mit dem Nazi-Judenthema. Es wird den Leser zunächst überraschen: Heuchelei. Die meisten Menschen vertreten die Meinung, Heuchelei ist schlecht. Heuchelei wird als unbeliebt angesprochen. Heuchelei sei verächtlich. Man rückt Heuchelei in die Nähe von Lüge und Schwäche. Aber sieht man genauer hin, heucheln alle Menschen. Die Heuchelei ist sehr beliebt und wird in vielfältigen kunstvollen Ausprägungen praktiziert, und sie wird auch verlangt. Der Mensch rechnet mit dem Menschen und sagt meist, zumindest mit seinen Worten, was er sich und anderen zu schulden meint, zu heucheln. Die Ökonomie des Heuchelns zeigt, insbesondere wenn es möglich ist, es verdeckt zu tun, wird weniger Anstrengung aufgebracht, es etwa zu vermeiden, als dafür die Heuchelei zu verdecken und abzustreiten. Ich gehe davon aus, dass wir heucheln, weil wir die Heuchelei brauchen. Ich bin Soziologe und ich bin am vergangenen Sonntag von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als Spinner bezeichnet worden. Unter anderem wurde gegen mich angeführt, dass von der Internetseite der Stadt Springe am Deister die von mir in die offizielle Homepage eingestellte Biografie gelöscht worden sei, was so viel heißen soll wie: man hat meine Biografie gelöscht, weil man mich gelöscht hat, weil ich ein Spinner bin oder weil meine Biografie Spinnerei ist oder sowas. Gut, insofern ist dieses jetzt ein Beitrag auch zur Kleinstadt Springe, also Soziologie der Heuchelei, zweiter Teil. Wir versetzen uns in die niedersächsische Kleinstadt Springe bei Hannover im Jahre 2005. Auch in Springe gab es die Gleichschaltung. Bereits Anfang der 1930er Jahre dann die offene narzisstische Judensegregation und Entrechtung, dann die Judenvertreibung und die Deportation hin zur Vernichtung im Dritten Deutschen Reich. Die Entsolidarisierung der Deutschen gegenüber den deutschen Juden war ein Verbrechen und ein Riss in der eigenen Menschlichkeit. Auch in Springe haben die Leute nach 1945 ihre Kraft für einen Neuanfang einsetzen müssen. Spuren der Springer Juden, etwa 70 Familien, also deutsche Mitbürger, sind weitgehend verschwunden. Auch weil Bücher in Bücherregalen ungelesen einstauben, ließ eine Springerin im Jahr 2005 Gedenksteine zur Erinnerung an einige Springerjuden in ein Gehwegpflaster ein, auf ihrem privaten Grundstück. Hätte sie nicht auch den Hausbau auf dem jüdischen Friedhof in Springe mit Gedenksteinen der hier beseitigten Grab- und Gedenksteine zu markieren? Ist es ihr Recht, mehr als ihr persönliches Werten auszudrücken? Ist es sogar ihre Pflicht, die Springer und ihre Besucher mit öffentlichen Zeichen zu steinernem Gedenken aufzufordern? Die öffentliche Diskussion der Springer Judenpolitik zu kritisieren? Eine verbale Erklärung der Bürgerin fiele vielleicht ins Unerhebliche, denn sie zitierte im Zeitungsinterview, Neue Deister Zeitung 2005, ihre Gefühle. Sie wünsche sich,
dass andere Menschen, deren Gefühle sie zu kennen meint, ebenfalls solch wertvolle Gefühle erhalten sollen, wie sie selbst beim Anblick ihrer Gedenksteine verspricht. Das ist auch ein weites Feld. Handelt es sich doch um eine Bürgerin, die sich lebenlang inspringe politisch sozialisiert hat, die man kennt und zumindest so respektiert, wie jeder Inspringe jeden. Opportunismus gegenüber einem öffentlichen Begehren, gegenüber einer vermeintlichen Majorität der Springer ist nicht gegeben. Eher ein Zeichen der Distanzierung und sozialer Differenz zwischen Kleinstadt-Spießertum und Weltbürgerlichkeit vielleicht. Sich bemerkbar zu machen, eine gewünschte Beachtung zu erzeugen. Man wird die Pflastersteine akzeptieren, denn man fühlt sich wenig angesprochen. Wird die Bürgerin auch da für Juden und Erinnerung in Springe hervortreten, wo es jene heute selbst betrifft? Wird sie ihre Gefühle von den Pflastersteinen in Richtung des berasten und bewohnten Judenfriedhofs wenden können? Oder haben wir es mit der typischen Selbsterleichterung zu tun, der Heuchelei? Das bleibt hier offen. Weitenteils haben die Deutschen, nicht anders als die Menschen in Springe, alles andere im Sinn als Besinnung auf Schuld, Mitschuld und Wiedergutmachung und keinen Nerv für lebendiges Gedenken. Erst wenn viele Jahre vergangen sind, entsteht unter Umständen, dass sich das Personal dafür öffentlich einfindet, steinernes Gedenken. Es werden Abstandszahlungen akzeptiert, es kommt zu Bekundungen, deren zu spät kommen nicht mehr zu ändern ist. Das ist im Jahre 2005. Wie leicht ist alles rückblickende Reden, noch leichter sind Steine, die man kauft. Wie sehr es sich aber dabei um narzisstisch-individuelle Erscheinungen der Heuchelei handelt, die nicht die Hoffnung nähren, diejenigen, die heute verurteilen, wären damals selbst besser gewesen oder wären in Zukunft besser. Stärker als all die Mitläufer und Mitmörder, Massenmitmörder und Weggucker im Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945, die nun angeklagt werden, ist nur mutmaßlich zu erspüren. Dazu können zeitlich und sozial näherliegende Gegenstände hinzugezogen werden. In Springe verdoppelte sich die Einwohnerzahl durch die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge auf einen Schlag. In den Jahren nach dem Krieg wuchs Springe von ca. 10.000 Einwohnern auf das Dreifache. Die Einheimischen nahmen die zudringlichen Vertriebenen nicht besonders freundlich auf. Kriegsnot war allgegenwärtig. Jeder kümmerte sich zunächst um sich selbst. Schwarz geschlachtete Schweine wurden auch deshalb verheimlicht, weil man nichts abgeben wollte. Inzwischen ist die Springer Lokalidentität weiter aufgelöst. Eingemeindungen, Verlust des Kreisstadtstatus, Region, Europäische Union und andere Eingriffe wie die weitgehende Trennung von Wohnen und Arbeiten und die Auflösung von Familienresidenzen. Als die Firma Osram, die auch Glühbirnen herstellte, im Jahre 1954 Geld und hochkarätiges Personal in Springe platzierte, um ein 100-jähriges Jubiläum der Erfindung der Glühbirne durch den Bau einer übergroßen Werbeglühbirne zu versinnbildlichen, gewann man in Springer, insbesondere laut Heinrich Kalischs und Hans-Heinrich Seedorfs Zeitzeugengeschichte von 2001, fand Osram den rührigen Stadtdirektor Dr. Gustav Degenhardt, Zitat, dafür, in Springe Festwochen durchzuführen, 700 Jahre Stadtjubiläum, 500 Jahre St. Andreaskirche und 100 Jahre Glühbirne.
eine Selbstehrung vorzunehmen, die dann als Feier der Springer ihrer selbst auch sehr gut funktionierte. Osram brachte Elektrowirtschaft, Elektroforschung und einen Dr. Beckmann, gestorben 1939, aus Berlin zum Zeugen dafür, dass ein in Springe 1818 geborener, 1848 nach New York ausgewanderter Handwerker namens Heinrich Göbel angeblich im Jahre 1854 als Henry Goebel in New York die erste Kohlenfaden-Vakuum-Glühlampe gebaut habe. Dr. Beckmann zitierte auf 3 Seiten angeblich aus Dokumenten, die er erstmalig 1923 vorgelegt hatte. Weder Springer noch die Familie Goebbels wussten davon. Doch war man 1954 sehr erfreut, einen so begründeten Genieverdacht gegen einen Springer erhoben zu sehen, der ja auch etwas genialisch Farbenes auf Ganzspringe abfärbte. Schließlich wurde Hannover 96 im Sommer 1954 deutscher Fußballmeister und die deutsche Nationalmannschaft in Bern sogar Fußballweltmeister. Wer wollte da zurückstehen? Stadtdirektor Degenhardt sorgte für das wohl größte und den Teilnehmern zufolge begeisterndste Volksfest der Stadtspringe überhaupt, an dem die geistigen, künstlerischen und politischen Kräfte Springes des Jahres 1954 mitwirkten. Aus der Ortschronik Springe, Andreas Lielge, 2002. Göbel-Bastei, Göbel-Straße, Göbel-Schule, Lichtspiel, Lichtchor, Lichttänze, Lichtkönigin und ein 6 Meter langes Fantasiefernrohr mit einem Henry Goebel Darsteller im Outfit des erstaunten Abraham Lincoln. Henry Goebel, dessen angebliche Erfindung gern geglaubt wurde, erhielt ein Porträt in Öl gemalt, Lexikon-Einträge als angeblich erster Glühlampenerbauer und es wurde eine volksnahe Variante eines Lebenslaufs in die Welt gesetzt, die bei den späteren Heinrich-Göbel-Kreis-Realschülern so ankam. Göbel, auch in den Springer-Amtspapieren mit OE, nun als Göbel mit Ö. Der Springer-Erfinder Heinrich Göbel erfand 1854 die Glühlampe, eine Parfümflasche mit Vakuum und Kohlenfaden von einer selbstgebauten Batterie elektrisch angetrieben. Dann klaute Edison diese Erfindung, meldete damit ein Patent in Amerika an und gründete eine Fabrik für Glühlampen, mit denen er Millionen verdiente. Edisons Beitrag sei lediglich das Schraubgewinde am Fuß der Birne gewesen. Darauf sei Göbel nach Amerika gegangen, hätte dort vor Gericht Edison auf Patentbetrug verklagt, den Prozess gewonnen und nun vor aller Welt sein Erfinderrecht durchgesetzt. Leider starb Göbel unmittelbar nach Prozessende, sodass Edison weiterhin als Lichterfinder bekannt sei. Aber die Erben Göbels hätten viel Geld von Edison erhalten. Wer diese Geschichte erfunden hatte, ist nicht bekannt. Aber sinngemäß, so haben es die Lehrer den Schülern in den Nachkriegsjahren erzählt. Noch heute im Jahre 2005 trägt die Schule den Namen Heinrich Göbel, wie es Zeugnisse des Verfassers hier, der dies so als Schüler in Springer erlebte, bezeugen. Eine Homepage der Springer Göbel-Schule teilt der gesamten Welt per Internet mit, welch großer Sohn der Stadt noch auf weitere Genies aus Springe hoffen lasse. Vielleicht ja auch von der Heinrich-Göbel-Realschule. Es scheint nun aber anders zu kommen. Ein Göbel-Stammtisch hat über Göbel geforscht. Die Neue Deister-Zeitung, deren gesammelte Werke mit Sachen Göbel im Laufe des vergangenen Jahrhunderts die vermutlich reine Märchenwelt über einen kleinen Betrüger aufbaute, schreibt heute im Schatten Heinrich Göbels, während es im Jahre 1954 so klang.
huldigte Springer seinem großen Sohn Göbel in eindrucksvoller Weise. Zahlreiche Ehrengäste, Bundesverkehrsminister Dr. Ing. Seebohm, Dr. Ing. Jakob Wiesbaden von der Studiengemeinschaft Licht, Landrat Seeger und die Nachkommen Heinrich Goebbels aus Hamburg. Die weltweite Ersterfindung Heinrich Goebbels, der uns das elektrische Licht geschenkt hat. Aus diesem Saatkorn des Grüblers Goebbel, sagte der Redner, habe ein ganzer Stab von Menschen in dem vergangenen Jahrhundert mit den Springern freuen sich heute viele Deutsche über diesen großen Menschen und die Glühbirnenindustrie sei stolz auf den deutschen Goebbel. Danach den Lichterzug der Schuljugend, die ihrem großen Vorbild Heinrich Goebbel eine eindrucks- und sinnvolle Huldigung darbrachte, unter der Stabführung von Studienrat Meinberg, die Hymne an das Licht, Kultusminister Vogt, Diplom-Ingenieur Mestermann Hannover für den Verband der Deutschen Elektrotechniker und der Elektrotechnischen Gesellschaft, Oberbürgermeister Weber Hannover, Professor Dr. Helwig Berlin, Diplom-Ingenieur Brandt, Vertreter der Osram-Werke, Professor Dr. Arndt, Vertreter der städtischen Betriebe Hannover, der Industrie- und Handelskammer, der Elektrischen Gesellschaft, des Bundesbahnpräsidenten, der Kirchen, der Landkreise und. Glückwunsch, Adressen des Prinzen Ernst August von Hannover, wenn aber festgestellt sei, dass der Weg des Korsos von Massen von Menschen belagert war, die sich etwa von Frieses Hotel bis zum Ratskeller noch unerhört verdichteten, und wenn man dann von Tausenden und Abertausenden spricht, so ist das farblos gegenüber dem Eindruck, den man von der Freude, dem Jubel, der Begeisterung und der Zustimmung erhielt, der sich an jeder Straßenecke ergab und auf Tribüne und in Tribünennähe, was unser heimisch gewordene Gestaltungskünstler Helmut Benner sich ausgedacht, ist über alles Lob erhaben, mit welch offensichtlicher Freude und rühmenswertem Eifer die Festzugsteilnehmer bei der Sache waren, die sie sich zur Herzenssache gemacht hatten. Sie wogen die Strapazen des langen Weges auf, sei die Begeisterung einer ganzen Stadt und unzähliger Gäste hinzugerechnet, so ging eine gewaltige Rechnung der Stadt und des Festausschusses trotz naturgegebener Imponderabilien glatt und sauber aus. Die Versinnbildlichung des Werdeganges des Lichts bis zur Goebbel-Erfindung eindringlich und doch voller Humor und Lebensfreude. Neue Deister Zeitung 2004, vor 50 Jahren. Kürzlich machte ein Künstler eine Bronze, die Neue Deister Zeitung berichtete, für den verkannten Prophet im eigenen Land Goebbel, die nicht ohne Witz am Amtsgericht steht. Goebbel, der Erfinder des Lichts. Noch ein Künstler macht ein Lichtfest in der Kirche. Es erscheinen zwei Chroniken über Springer, die genannten Henrys, Kalisch und Seedorf sowie Jilge, die allesamt nur ganz beiläufig Goebbel erwähnen und dafür keine Quellen angeben, keine Literatur. Unehrenhaft, zumindest für einen Professor, keine Dokumente, nichts, was den Licht-, Elektrik- und Lampenerfinder Goebbel wissenschafts- oder gerichtsfest belegen könnte. Das Springer Museum zeigt eine Goebbel-Ecke mit Fotokopien und eine Parfümflasche mit Wollfaden, für die keinerlei Originalvorbild je gesehen wurde. Auch hier ein sogenannter Professor Horst Kallies als Vertreter der Goebbel-Folklore. Die Post wird veranlasst, im Jahre 2004 eine Goebbel-Briefmarke herauszugeben. Der Brockhaus führt Goebbel, den Glühlampenbauer, und das ZDF bringt als die größten Erfinder im Jahre 2005 nach dem anonymen Erfinder des Rats Heinrich Goebbel den Deutschen auf Platz 2, dem Edison große Abfindungen gezahlt haben soll. Bis hierhin sollte gezeigt werden, wie wenig eine Öffentlichkeit wie die der zusammengewürfelten Springer nach 1945 dazu neigt, Formen der Verantwortung und der Besinnung auf eigene Schuld und Böses herauszubringen. Die Freude der Springer im Jahre 1954 Festwochen zu feiern war sicher echt und seitens der Bürger nicht heuchlerisch. Für die Initiatoren der Goebbel-Huldigungen muss das angezweifelt werden. Ganz einfach, weil die Elektrofachleute zumindest die Geschichte des Elektrolichts kannten,
an der Goebel keinesfalls auch nur ein Glied in der Kette der Erfinder und Entwickler war. Henry Goebel trat erstmals im Prozess im Jahre 1893 mit seinen rückdatierten Selbstbezeugungen auf, ohne irgendwelche Beweise. Solch eine Heuchelei, die mit der Gutgläubigkeit der Nachkriegsspringer rechnete, so kurze Zeit nach der Nazizeit, ist äußerst betrügerisch zu nennen. Führung als Verführung, wo gemacht wurde, was machbar ist. Das lässt sich an der Ignoranz gegenüber den teils noch selbst miterlebten, jedenfalls nachweislichen Judenverfolgungen Museum Springe und C. Rode auch erkennen. Aber wie leicht flüssig und kollektiv bildend so etwas wie weltweite Erfinderehre am Beispiel des Springer-Göbel-Verdachts in Gang gesetzt werden konnte, dies geschah Anfang der 1950er Jahre, zeigt, was Sozialität hervorbringen kann, wenn die sozialen Anschluss, Abschluss und Reizhöhen passen. Es erklärt den sozialen Zusammenhang des Dreiecks Hitler, die Deutschen, der gelebte Antisemitismus. Die Bücher dazu wurden aber von Zeitzeugen erst viel später zusammengetragen und abgefasst. Für deren Publikation, also Kommunikation, liegt heute eine veränderte Sozialsystematik vor. Dabei möchte niemand persönlich beschuldigt werden. Die Form der heuchlerischen Distanz wird dann akzeptiert und von den Zeitungen als druckfähig beurteilt, wenn man einen Sündenbock anschuldigen kann, der fern ist, also keinesfalls die Zeitung selbst, ein Prominenter sich äußert, ein Skandal vermutet werden kann, ein Gericht sich damit befasst, ein öffentlicher Streit ausgetragen wird oder, wenn das Böse, die Reinheit und Vorzüge der eigenen Leser und Inserenten herauszustellen, geeignet ist. Hier handelt es sich hinsichtlich Inhalt und Form um eine Kommunikationskonstellation von Massenkaufmedien, die gekauft werden, die als üblich akzeptiert und hingenommen werden, die nie der einfachen Wahrheit folgen, sondern den Verwertungszwecken, und insofern steckt in der möglichen Schere von Warenwert und Gebrauchswert solcher Medien immer Heuchelei, so bestellt. Inzwischen haben sich außer Herrn Beckmann, ein Herr Gisselmann, ein Herr Neubauer, ein Herr Möfs, ein Herr Bach, ein Herr Mittag, ein Herr Rode, ein Herr Hasse in Springe und weiter im Internet, in der Schweiz und in den USA für die Lampenerfindung und die Heucheleierfindung interessiert. Das sieht nun schlimm für Springe aus. Mit den Veranstaltungen zur Lichtgeschwindigkeit für Breitbandinternet in Springe auf der Göbelbastei im Frühjahr 2005 berührte man erneut die Zweifel an der Bedeutung Goebels. Jedoch weder das Museum noch die Goebel-Schule wollen von ihrem Goebel Abstand nehmen. Die Zeitungen nennen Goebel den großen Sohn Springes, wieder besseres Wissen. Es ist nun aber an der Zeit, eine wissenschaftliche Untersuchung zu verlangen, bevor weitere Gerüchte und Heuchelei das Selbstgefühl der Springer verunsichern und das Fremdbild so schief verfestigt, wie es heute scheint, das Schaden bringt. Erstens, Goebel war nicht als Erfinder nach Amerika ausgewandert, sondern als Abenteurer, denn wie will man es anders sehen, wenn jemand im November 1848 bis Februar 1849 mit einem Segelschiff den Atlantik überquert, um mit neuem Namen, neuer Biografie und veränderter Familie dort anzukommen. Das kleinere der beiden Kinder war erst wenige Monate alt. Zweitens, Goebel hat nicht gegen Edison und dessen Glühbirnenpatent von 1879 prozessiert und auch nicht gewonnen, und keine Abfindung je erhalten. Drittens, Goebel konnte nicht beweisen, dass er in seinem Ladenschaufenster oder auf einem Fernrohrwagen eine Vakuumkohlenfadenlampe gezeigt hatte.
Üblich auf dem Markt waren elektrische Platinfadenlampen ohne Vakuum. Edison verklagte andere amerikanische Firmen auf Patentverletzung seines Patents der Elektro-Vakuum-Bambus-Kohlenfadenbirne und gewann. Fünftens, Goebel trat in diesen Prozessen in seinem Todesjahr 1893 erst als Zeuge der von Edison beklagten Firmen auf und behauptete, eine fragliche Lampe bereits 1854 gebaut zu haben. Edison hätte sein Patent 1879 zu Unrecht erhalten. Davon hatte aber bis 1893 niemand etwas gewusst. Goebel ist tatsächlich an der Geschichte der Elektrolampenentwicklung vollkommen unbeteiligt. Erste Erfindungen stammen von 1800, erste englische Patente von 1841 und 1845. Sechstens. Goebel hatte ursprünglich keine Ahnung von Elektrik und Licht. Seine Kenntnisse hätte, laut eigener Zeugenaussage vor Gericht, er bereits vor 1848 von einem Professor Münchhausen der Universität Hannover erworben. Gab es einen solchen Münchhausen in Hannover? Siebtens. Henry Goebel Jr. soll ebenfalls als Zeuge ausgesagt haben, die vom Springer Heinrich Goebel dem Gericht als Referenzmodell nachgebaute funktionierfähige Birne habe nicht Henry Goebel der Alte, sondern er selbst, Henry Jr., hergestellt, der er in der Lampenindustrie tätig war. Achtens, in diversen amerikanischen Zeitungen von damals werden Goebels Auftritte und Selbstbehauptungen zunächst beachtet, dann jedoch gründlich als verdingte Betrügerei vor Gericht bewertet. Neuntens, was treibt eigentlich die Goebel-Schule im Englischunterricht? Könnte man nicht die US-amerikanischen Prozessakten der drei Prozesse von 1893, in denen Goebel als Zeuge von seiner Birne erzählt hat, als Unterrichtsstoff vornehmen? Zusammenfassend möchte ich hier vielleicht herauskommen. Wenn diese Erzählung nicht frei erfunden wäre, sondern der gründlichen Fähigkeit eines Soziologen, auch im kurzen essayistischen Anreißen für die Menschen und die Menschlichkeit zu werben, entspringt, zeigt sich, dass die Soziologie dienen kann, aber eben keinesfalls in Meinungsumfragen oder Liebedienerei besteht. Ist es doch schwierig, wenn man nicht selbst nach der Judenverfolgung ein Privathaus auf das Grundstück eines Judenfriedhofes gebaut hat, darüber zu urteilen, wo die Heuchelei beginnt, wo es die Alltagstaubheit ist und wo die Irreführung durch andere. Man mag über Geschmack auch geteilter Meinung sein. Der eine sagt, eine jüdische Nachlassverwaltung hätte den jüdischen Friedhof in Springe zu Veräußerungszwecken geteilt und an die Stadt verkauft. Die hätte an ihren Stadtdirektor Degenhardt weiterverkauft. Der hätte gebaut und den Rasen über den Rest des Friedhofes so ausgesät, dass mit Mal statt Friedhof Rasen wurde. Auch wer heute dort lebt, steht mit einem Bein auf dem unsichtbar gewordenen Judenfriedhof. Dass gerade derjenige Dr. Degenhardt den Judenfriedhof bebaute, der bei den Goebel-Feiern von 1954 ganz vorne stand, ist so wahr, wie es die Springer von damals und von heute diejenigen sind, die Goebels Erfinderverdacht nach wie vor decken, die auch gerne an die bösen Zeiten der Judenentrechtung und Schändung erinnern. Ist es vorstellbar, dass dieselbe Person, die heute für die Erinnerung an die Springer Juden eintritt, als Vorstand im Museumsverein aufgrund ihres besseren Wissens dafür verantwortlich ist, dass der falsche Goebel dort noch 2005 propagiert wird? Dass das Fernsehen 2005 den großen entrechteten Erfinder Goebel propagiert, dass die Post 2004 eine Goebel-Ehrenbriefmarke herausbrachte und der Brockhaus und weitere Bücher 2005 über den entrechteten deutschen Erfinder Goebel publizieren. Unter dem soziologischen Blickwinkel der Heuchelei ist zu vermerken, da derjenige Lehrer in Springe, zudem nicht an der Goebel-Schule, vielleicht mehrere Seelen in seiner Brust trägt, ist es ihm möglich, die Judengeschichte aufzugreifen,
denn sie gilt als längst vergangen. Indes, wo es den heutigen Zustand des Judenfriedhofs angeht, ist von Kaufverträgen die Rede. Wertend weist unser Held lieber auf eine verborgene Synagoge hin, und mit dem Göbel hält er es so, dass bei der Erneuerung des Glühlampensymbols im Jahre 1987 die Osram-Birne gegen eine Göbel-Flaschenform ausgetauscht worden ist. Man sich als Quelle auf diejenigen Verdächte bezieht, die im Museum Springe genährt wurden und noch genährt werden. Da ist unser Held Mitglied des Vorstands vom Springer Museumsverein. Er ist subversiv, denn hier kommt es heraus. In der Kunst der Heuchelei ist es möglich, ohne andere Mitbürger, Schüler, Eltern von Schülern, Lehrerkollegen persönlich zu konfrontieren, sammelt man Material und stellt ein Buch ins Regal. Wer wollte auch als Nestbeschmutzer Spießruten laufen? Eignet sich die Heuchelei ähnlich wie die Groteske oder die Utopie dazu, eine Kommunikation anzustoßen, die man dann seitlich mit Innovation speist, sodass die Veränderung da erreicht wird, wo man Veränderlichkeit vorbereitet hat und nicht, indem man mit dem Kopf gegen die Wand den holzeisernen Widerstand mobilisiert. Goethe muss es so gemeint haben: Wo ich bin, ist Kultur. Ach, der stets das Böse will, das Gute schafft. Die Variante der Heuchelei lautet: Der das Gute will, das Gute schafft. Auch mit dreckigem Wasser lässt sich Geschirr spülen. In der beschriebenen Situation ist die Sozialität die wirkliche Konstituierende der Heuchelei. Tatsächlich führt der Weg der Aufklärung über die kommunikative Brücke der Heuchelei, während die Wahrheit, selbst mit wissenschaftlicher Gründlichkeit angeboten, entweder ignoriert wird oder Ablehnung hervorruft. Insbesondere, wenn Betroffene sich getroffen fühlen, selbst wenn man ihnen darlegt, inwieweit sie doch nur Mitglied einer sozialen Spielform sind, der allgemein üblichen und nützlichen Heuchelei, muss der Überbringer der bösen Botschaft zahlen. Es gibt im Jahre 2005 auch Springer-Zeitgenossen, die an den angeblich von Edison entrechteten Göbel lange Zeit geglaubt hatten, jetzt aber das Gefühl haben, es sei an der Zeit, selbst Aufklärung der Springer zu suchen. Wer wegguckt und das Weggucken anderer verurteilt, heuchelt. Diese Heuchelei ist dem Auskommen der Springer untereinander hilfreich, dem heutigen Stand mit bebautem Judenfriedhof und Parfümflasche mit Wollfaden im Göbelmuseum, ihrem Ansehen in der Welt aber abträglich. Als Vorbild für die Schüler kann vielmehr die Aufklärung über das Heucheln dienen, statt die Fortsetzung der Huldigungen gegen einen Göbel, der sich als Betrüger entpuppt hat und als folkloristische Lieferung für den kleinstädtischen Ehrgeiz ausgedient haben sollte. Wer hindert die Springer daran, den tatsächlichen Werdegang der Lichtentwicklung zu propagieren, von Star über Edison bis Einstein und Paulmann in Völksen? Öffentliche Erfahrung, Meinungsfreudigkeit und Gesprächsbereitschaft kommen oft nicht zustande, weil das Wichtige auch heikel ist. Dennoch müssen wichtige Angelegenheiten herausgebracht werden. Obwohl das Heucheln verpönt ist, benötigen wir es. Übung ist nötig. Selbst massenhafter Missbrauch hebt den erlaubten Gebrauch nicht auf. Heuchelei ist weder gut noch böse. Es kommt darauf an, zu welchem Zweck sie betrieben wird. Hier kam es darauf an, der Unterscheidungsschulung zu dienen, wann es sich um Heuchelei handelt oder nicht und wann niedere Motive das Handlungsmuster bestimmen und Schaden entsteht oder wann Aufklärung nur über den Umweg der Heuchelei zu gewinnen ist, damit nicht Menschen geschunden werden. Das habe ich im Jahre 2005 geschrieben und in der Neuen Sinnlichkeit Nummer 52 publiziert.
Man kann das abonnieren, man kann das Heft noch kaufen. Ich bitte den Beitrag hier, Soziologie der Heuchelei, Teil 2, in Verbindung auch, wenn Zeit zur Verfügung steht, von gestern, Heuchelei, Soziologie, Teil 1 von gestern, anzuhören, anzuschauen und zu überlegen, wie weit wir in der Vergangenheit um Wahrheit kämpfen und in der Gegenwart lieber den Schwanz einkneifen. So, schönen Dank für den Aufruf.